Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Notwendigkeit der EU-Energiepolitik soll längst widerlegt sein. Das berichtet der Wirtschaftspublizist Günther Ederer in Welt Online. Für die Veränderungen des Weltklimas sei in Wirklichkeit vornehmlich die Sonne verantwortlich, so der Publizist. Doch würden die wissenschaftlichen Ergebnisse darüber weitgehend totgeschwiegen. Denn das würde bedeuten, dass die Politiker die Flut von Gesetzen, mit denen die Bürger zu immer neuen Abgaben und Steuern gezwungen werden, nicht mehr rechtfertigen könnten, so Ederer. Weder Glühbirnenverbot noch die gigantischen Subventionen für die sogenannten erneuerbaren Energien würden dann noch Sinn machen. Statt mit Steuern den Klimawandel zu beeinflussen, müssten sich die Politiker mit den Folgen des natürlichen Klimawandels beschäftigen. Der Wirtschaftspublizist stellt fest, eine Debatte darüber gäbe es im politischen Deutschland nicht. Vor allem die grünen Politiker, die die Klimahybris zum Parteiprogramm erhoben hätten, würden sogenannten Klimaleugnern am liebsten das Sprechen im Bundestag verbieten. Diese Fakten müssten in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, sonst könne sich nichts ändern. In den USA sei die CO2-Börse schon geplatzt, in Asien sei sie gar nicht erst eingeführt worden und in Australien seien darüber Regierungen gestürzt, berichtet Ederer. Nur in Europa und unter der Führung Deutschlands solle CO2 einen Preis haben. Sehen Sie dazu auch den US-Klimatologen Roy Spencer bei www.cop-online.com. Ein herber Rückschlag für die Klimapolitiker kommt jetzt mit einer weiteren neuen Studie der EU-Kommission. Treibstoffe aus erneuerbaren Energien sollen längst nicht so klimafreundlich sein wie bisher angenommen. Die Gewinnung von Biosprit setze nahezu doppelt so viel CO2 frei als üblich, meldet die Financial Times Deutschland. Damit gefährde diese Politik die EU-Klimaziele der milliardenschweren Industrie, drohe das aus. Nach den Untersuchungen radieren die indirekten negativen Effekte den Großteil der Vorteile aus. Die Klimaziele der EU könnten demnach indirekt zur einmaligen Freisetzung von rund 1000 Megatonnen Kohlenstoffdioxid führen, also mehr als doppelt so viel wie in Deutschland jährlich in die Atmosphäre gelangt. Die Einführung des E10-Biokraftstoffs war in Deutschland bereits auf erhebliche Vorbehalte gestoßen. Millionen Menschen leben vom Regenwald. Jetzt hungern sie. Es geht um Pflanzenöl für unsere Autos und unseren Strombedarf. Fressen unsere Autos und unsere Kraftwerke in Zukunft die Nahrung von Milliarden Menschen? Die Grünen kämpfen für den Einsatz von Biokraftstoffen. Allen voran Claude Turmes, der Energieexperte der Grünen-Fraktion. Die erneuerbaren Energien sind die Energieform für das 21. Jahrhundert aus Klima- und Umweltschutzgründen, um unsere Unabhängigkeit oder unsere Abhängigkeit vom Öl und Gas zu reduzieren. Aber auch in der Entwicklungsstrategie gibt es ohne erneuerbare Energien gibt es keine Zukunft für Milliarden Menschen in der Welt. Und die grüne Politik setzt sich durch. 2003 beschließt das Europaparlament, dass Pflanzenöle aus Mais, Raps, Soja oder Palmölnüssen zu Biotreibstoffen verarbeitet werden und dem Sprit beigemischt werden sollen. Biosprit gilt als klimafreundlich und ressourcenschonend, weil die Pflanzen nachwachsen. Die EU zahlt Milliarden Euro für die weltweite Erforschung und den Anbau von Biodieselpflanzen. Die Beimischung von mindestens 2% Biokraftstoffen wird zur Pflicht. Europäische Fördergelder finanzieren die Umstellung der Autoindustrie auf den Pflanzenkraftstoff. Auf der anderen Seite des Planeten. Wir sind in Indonesien. Hier werden Regenwälder in Palmölplantagen umgebaut, denn Europa kann seinen Biotreibstoffbedarf nicht aus eigenem Anbau decken. Die schon bestehenden Plantagen braucht man für Speisefett, also müssen neue her. Der Ausbau der Palmölindustrie wird mit öffentlichen Geldern aus Europa gefördert. Das bedroht die Existenzgrundlage von 45 Millionen Indonesiern.
Wir besitzen kein Land, keinen festen Wohnort. Jeder muss das verstehen und mit uns fühlen. Dass der Wald abgeholzt wird, ist unser Ende. Denn wo finden wir noch etwas zu essen? Dean hat sein Leben lang von den Früchten und Tieren des Urwaldes gelebt. Nun findet er keine Nahrung mehr. Stattdessen gerodete Flächen, auf denen Palmölpflanzen wachsen sollen. Ohnmächtig müssen die Waldbewohner zusehen, wie ihr Lebensraum zerstört wird. Für die Orang Rimba werden ihre Götter aus den Wäldern vertrieben. Brandrodung ist nach wie vor die günstigste Methode, das Land für Palmölplantagen vorzubereiten. Dadurch produziert Indonesien so viel CO2, dass es auf der Liste der weltweiten Klimasünder auf Platz 3 steht. Für die Umwelt bringt die Ausweitung der Palmölplantagen also nichts. Die Anbauflächen für Nahrungsmittel werden immer kleiner. Die Bauern können die indonesische Bevölkerung nicht mehr versorgen. Seit 2006 muss sogar Reis importiert werden. Nahrungsmittel werden teuer, die Einkünfte dagegen sinken. Für das enteignete Land gibt es keine Entschädigung. Die Dorfwälder als Einnahmequelle fehlen. Auf dem Weltklimagipfel Ende 2007 auf Bali wird noch eifrig für die angebliche Traumlösung aller Energieprobleme geworben. Selbstverständlich mit europäischen Fördergeldern. Die Chance, das Ruder noch einmal herumzureißen, wird verpasst. Europäische Politiker propagieren hier den Biodiesel immer noch als Klimaretter, der angeblich die CO2-Bilanz verbessere. Die Konkurrenz zwischen Nahrungsmittel- und Energiepflanzen steht nicht auf der Tagesordnung. Um sich ein Bild von den Folgen der Palmölproduktion zu machen, reisen einige deutsche Politiker von Bali nach Borneo. Mit an Bord auch die Vordenker der europäischen Biodieselpolitik. Allen voran Bärbel Höhn. Die Grünen-Abgeordnete ist nach wie vor vom Biodiesel überzeugt. Zur gleichen Zeit treffen wir Dim Perulak wieder. All sein Wissen über die Natur ist nutzlos geworden. Der Wald ist für immer zerstört. Die Ureinwohner Indonesiens haben keinen Platz mehr in der Welt der Palmölplantagen. Jetzt regiert der Hunger. Das Biodieselprogramm, subventioniert und finanziert mit Europas Steuergeldern, hat den Hunger nach Indonesien gebracht. Auch das geplante Ökosiegel wird daran nichts ändern können. Es dauert 4 Jahre, bis die Palmölnüsse reif sind. Deshalb müssen ständig neue Flächen bepflanzt werden. Nur so kann man ununterbrochen produzieren. Die wenigsten Bauern besitzen jetzt noch Land. Um zu überleben, verdingen sie sich als Erntehelfer. Die Palmölfrüchte müssen innerhalb von 24 Stunden gepresst werden, sonst verrotten sie. Das Transportgeschäft liegt ganz in den Händen der großen Firmen. Sie bestimmen auch den Preis. Ist der Erdölpreis hoch und damit auch die Nachfrage nach Palmöl, gibt es Lohn und Arbeit. Die ganze Region ist abhängig vom Weltmarkt. Die Palmölpressen am Rande der Felder sind den ganzen Tag in Betrieb. Viele von ihnen werden mit Diesel betrieben. Täglich wird hier tonnenweise CO2 ausgestoßen, um ein Produkt herzustellen, das die Klimabilanz eigentlich verbessern soll. Ein irrwitziges Verfahren. Millionen Tonnen Palmöl hat Indonesien allein im Jahr 2007 produziert. 90% für den Export. Die Bevölkerung bleibt ausgeschlossen von dem Boom. Mehr noch, den Indonesiern geht allmählich das Speiseöl aus. Das ist doch nicht gerecht. Alles wird exportiert und hier gibt es nicht genug Speiseöl. Man muss doch erst mal an die Ernährung des Volkes denken. Hört auf zu exportieren. Wir haben nicht mehr genug. Die Biokraftstoffhändler treffen sich jetzt auf Yatrofa-Konferenzen. Denn man wittert ein neues Geschäft. Eintritt 1.700 Euro pro Teilnehmer.
Auch die Afrikaner sind am Jatropha-Anbau interessiert. Dieser Herr vertritt die kongolesische Regierung in Sachen Biosprit. Jeder will teilhaben an dem Boom und an dem großen Subventionskuchen der EU. Ihr Vertreter Piero Venturi stellt ein 53 Milliarden Euro Programm für die Erforschung neuer Kraftstoffpflanzen vor. Selbstverständlich soll alles besser werden. Wir fahren nach Indien, um zu überprüfen, ob der EU-Experte recht hat. Hier startete man 2003 das erste internationale Jatropha-Ölprojekt. Zunächst auf gut bewässertem Land. Aber selbst auf fruchtbarem Boden brauchen die Pflanzen mindestens 3 Jahre, um erste Früchte zu tragen. Die indische Regierung hat 110 Millionen Hektar Fläche für Jatropha-Anbau ausgewählt. Allein 50 Millionen Hektar im Bundesstaat Rajasthan. Das Vieh muss täglich getränkt werden. Die Menschen leben hier von der Milchwirtschaft. Und ausgerechnet auf ihren Milchweiden wurden vor 3 Jahren Jatropha-Plantagen angelegt. Angeblich soll die Wunderpflanze ja auf ungenutztem Brachland gedeihen. Die Pflanzen wachsen langsam, aber schon jetzt kann man sehen, dass der giftige Busch das Weidegras und damit die Nahrung der Kühe verdrängt. Als erstes wurden die öffentlichen Dorfweiden für den Jatropha-Anbau genutzt. Tagelöhner wurden für ein paar Cent angeheuert, um Büsche zu pflanzen. Niemand hat ihnen gesagt, wer die Jatropha-Nüsse ernten soll und wem die Plantagen letzten Endes gehören. Für die Milchbauern ist klar, diese Pflanze stört die Viehwirtschaft. Denn sie duldet keine Konkurrenz und entzieht dem Boden zu viel Wasser. Wenn die Pflanzen wachsen, wird es noch schlimmer. Und ich besitze nur eine Kuh und kann sie nur hier auf der Dorfweide grasen lassen. Und irgendwann wächst hier nur noch Jatropha und kein Gras mehr. Die Kühe werden verhungern und arme Bauern wie ich haben dann nichts mehr. Die bisherige Praxis zeigt, nur wo genug Wasser ist, gibt es auch Öl. Ein weiteres Problem. Ausschließlich der Kern der Nüsse kann genutzt werden. Alle anderen Teile der Pflanze sind nicht verwertbar. Also viel Fläche für wenig Biodiesel. Und damit Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau. Die Nachfrage nach Biodiesel steigt ständig. Und so pressen die Maschinen rund um die Uhr Pflanzenkerne zu Öl. Die Technologie stammt aus Deutschland. Denn dort sitzen die weltweit führenden Produzenten von Biodieselanlagen. Finanziert wurde die Fabrik, die eigentlich nur den indischen Markt beliefern sollte, mit Hilfe von europäischen Steuergeldern. Jetzt ist sie zu gleichen Teilen in deutsch-indischem Privatbesitz. Wir fahren weiter über das für Jatropha vorgesehene Land und treffen den Ökobauern Kunilal Gameti. Auch sein Gemüsefeld soll nach den Plänen der indischen Regierung in eine Jatropha-Plantage umgewandelt werden. Hier will ich kein Jatropha anbauen. Von diesem Land hängt meine Existenz ab und ich beliefere die Leute mit Gemüse. Das bringt mir immer Absatz, denn jeder braucht Essen. Ich bin stolz darauf, meine Leute zu versorgen. Das ist schließlich die Aufgabe der Bauern. Jatropha würde ich höchstens auf dem Land anbauen, auf dem nichts wächst. Öffentliches Brachland gibt es genug. Aber auf Brachland macht der Jatropha-Busch keinen Sinn. Die Erfahrungen der Bauern zeigen, das Ganze ist ein grünes Märchen. Diese Büsche wurden vor mehr als 3 Jahren angepflanzt und tragen immer noch keine einzige Frucht. Doch die indische Regierung übt Druck auf die Landbevölkerung aus. Wie Gameti geht es Hunderttausenden von Bauern in Indien. Sie sollen Jatropha anbauen. Schließlich will Indien mitverdienen am Biospritboom. Milliarden EU-Steuergelder haben dafür gesorgt, dass unsere Autos die Nahrung der Armen dieser Welt schlucken. Trotzdem geht das Biospritprogramm weiter und wird auch in Zukunft als Hungermacher Nummer 1 die Existenz der Menschen gefährden.